In Wien sind am Freitagabend im 20. Bezirk drei Frauen mit einem Messer getötet worden. Das hat die Polizei am Samstagvormittag mitgeteilt. Die Wiener Polizei wurde gestern Abend um etwa 9 Uhr zu einem groß angelegten Einsatz alarmiert. Ein Zeuge hat am Notruf angegeben, dass Blutspuren vor einem Rotlichtlokal im Gehsteckbereich wahrzunehmen waren. Es kam dann zu einem groß angelegten Einsatz. Polizisten konnten in dem Rotlichtlokal drei verstorbene Frauen wahrnehmen mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen. Und im Zuge einer Sofortfahndung konnte ein Tatverdächtiger im Nahbereich des Tatortes unverzüglich festgenommen werden. Bei dem Täter soll es sich um einen 27-jährigen afghanischen Staatsangehörigen handeln. Er befindet sich im Polizeigewahrsam. Zur Stunde laufen die Einvernahme des Tatverdächtigen. Zur Tatwaffe ist zu sagen, dass der Tatverdächtige mit einem Messer hier die Taten begangen haben soll. Näheres ist aber Gegenstand der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt. Zu den Hintergründen der Tat, des Tatverdächtigen und zum Motiv werde mit Hochdruck ermittelt. Auch würden weitere Zeugenaussagen ausgewertet, so der Polizeisprecher.